willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute öffne ich die ersten 10 Stickertütchen der Calciatori Sticker-Serie von Panini. Die italienische Serie A ist am Start. Die ganzen Panini-Sticker gibt es auch im deutschen Panini-Online-Shop. Ich verlinke euch die Calciatori Sticker-Serie unten in der Beschreibung. Könnt ihr sehr gerne auschecken, falls ihr Serie A-Fan seid, falls ihr Italien-Fan seid, falls ihr die italienische Calciatori feiert. Könnt ihr sehr gerne die Sticker auschecken. Gibt es jetzt im deutschen Panini-Online-Shop. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wir gehen rein. Ich stelle euch die Sticker heute vor. Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stickertütchen hier heute im ersten Calciatori Serie A Sticker Unboxing von Panini. 10 Stickertütchen, ich bin gespannt. Natürlich Serie A, wird wahrscheinlich auch wieder Serie B, Serie C drin sein. Alles ausgestattet in der Calciatori Sticker Serie. Auch wenn ich leider, natürlich Serie A kenne ich mich ein bisschen aus hier und da. Natürlich jetzt auch nicht überall perfekt bei der Serie A. Die Top-Mannschaften ja. Aber wenn es dann rangeht in die eher von der Tabellenhälfte 2 die Mannschaften, dann bin ich jetzt nicht so richtig drin. Aber wir entscheiden ja. Oh, und wir ziehen, glaube ich, eines der geilsten Sticker direkt. Junge, im ersten Pack. Da ist er. Ich kann den zwar noch nicht aussprechen. Aber es ist ein brutal, es ist der Spieler der Serie A, der Youngster, der alles auseinander nimmt. Kvaratskhelia. Junge, Alter, die sind so im Black Design, sehr geil. Ich pack den mal hier für mich ein. Ich sag's, wie es ist. Also, dass wir den direkt im ersten Pack ziehen, ist natürlich, als würde das gescriptet sein. Aber sehr geiles Teil. Sehr, sehr geiler Sticker. Dann geht es hier weiter mit. Online-Code ist auch immer noch drin, keine Ahnung. Lamek Banda. So, und da unten links ist Serie A. Also Logos ist am Start. Geburtsdatum. Gewicht, Größe, Position. Dann die Logos sehen so aus. Das ist das Logo von Atalanta. Grüße gehen raus an der K, an Steini. Dann haben wir ja hier einen Vierer-Sticker. Müsste wahrscheinlich Serie C, Serie B oder so sein. Und dann noch von AS Roma, Marash Gumbula. Aber gefällt mir so mit diesem Black Design oder mit diesem schwarzen Rand, gefallen mir die Porträtsticker wirklich, wirklich, richtig gut. Stefano Sensi. Dann haben wir die Logos. Die sind so, wie man es kennt. Da ist Paolo Dybala im gleichen Design wie Kvaratskhelia. Adrien Rabiot und De Siglio, zwei von der alten Dame von Juventus Turin. Paolo Dybala, auch seine Ankunft in Rom war ja auch geisteskrank, ne? Geisteskrank. Brandon Zoppi von Atalanta. Dann haben wir Djuricic. Die Sticker sind richtig geil. Biol, Pereira und Cabral. Mal gucken, ob es noch andere Art Power Sticker gibt, sage ich mal. Art Insatz. Hurstic. Weiß ich jetzt nicht, wieso ich den jetzt ein zweites. Also, ich beschwere mich nicht drüber. Aber okay. Vera. Nikolaou und Emil Holm. Emil Holm aus Schweden. Oder schwedischer Herkunft. Und der spielt bei, wo spielt er hier? Bei Spezia. Dann Dominguez. Maite. Mere. Contini. Und Nico Gonzalez. Stefan Posch, den kennt man doch aus der Bundesliga. Stefan Posch. Ivan Ilic. Dominguez, Verde und De Frel. Das waren jetzt beispielsweise Packs, wo ich, ne? Kennt man da jemanden? Jetzt ist hier ein Vierer-Logo-Sticker. A, B, C, D. Dann Emil Bohinen. Giglione. Okereke. Und Malinowski von Atalanta. Drei Packs haben wir noch. Ich bräuchte noch so einen schönen Kracher. Noch so einen richtig schönen Kracher. Und kein Korain Günther. Rogerio, Dragowski, dann Mari und das Logo vom US Lesse Lesse. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Agudelo,
Cristante. Blind. Manchas Foto gibt es auch von Sassuolo hier in diesem Fall. Und Wojciech Szczesny. Juventus Turin. Kann es sein, dass wir vom AC Milan und von Inter Mailand noch keinen Sticker gezogen haben? Wir haben hier 10 Packs geöffnet. Musso. Kovalenko. 4er Sticker. Wo ist das Trainer? Trainer Palladino. Und Simone Inzaghi. Es gibt Trainersticker. Und hier haben wir auch Inter Mailand jetzt abgehakt. Sehr geil. Trainersticker in der Serie A. GG. Das war's. 10 Sticker-Tütchen geöffnet und wir hatten zweimal Kvaratskhelia von Napoli. Sehr, sehr geil. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus. Tschüss.